Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir sind kurz vor dem Bankrott gewesen vorhin schon. Aber diesmal, wir haben in der letzten Folge die Gabelböcks rausgelassen. Die kleinen feinen Tiere hier. Die schauen einfach wieder putzig aus. Ohne Scheiß, ich finde die echt lieb ausschauend. Und diesmal schauen wir halt direkt mal, dass wir auch den wieder... Also im Grunde, was wir in der letzten Folge für die Bisons gemacht haben, machen wir diese Folge für unsere guten Freunde hier. Denn die wollen ein bisschen mehr Erde zum Beispiel. Sie lieben die Erde, bedeutet, sie kriegen auch mehr Erde. Das ist doch absolut kein Problem. Sie kriegen hier schwere Erde. Und am besten so in Richtung Unterstand einfach. So. Dann vielleicht noch ein bisschen Erde leicht davor. Bisschen easy so, perfekt. Dann schaut das doch schon mal gleich für die besser aus. Umgebung. Wieso wollen die alle unbedingt... Also bei denen ist die Bepflanzung wurscht. Aber trotzdem, so, mir ist es egal, wie es aussieht bei mir daheim, ne? Bei dir ist auch nordamerikanisch, aber Graslandschaft, gemäßigt und Graslandschaft. Bedeutet, ich kann jetzt auch noch gemäßigt dazu holen. Ha. Nee, Biome, gemäßigt. Bedeutet, es gibt Bäume. Yes. Oh, endlich Bäume. Eine Paprikabirke, was? Oh, das war jetzt echt nicht der Plan. Die schwebt ja in der Luft. Warte mal. Was? Warum schwebst du in der Luft? Was hast du für ein Problem? So, wir tun uns nochmal hier aufrufen und halt hier nochmal die Umgebung. Zuckerrohr-Ahorn. Eine Ulme. Oh, die ist groß. Das ist eine zu große Ulme in dem Fall. Nehmen wir eine simple Ulme. Ulme gefällt denen. Ich will hier irgendwas Offeneres. Haben wir hier nicht irgendwie so ein bisschen was Gechillteres? Ja, so, hier so. Einfach so ein bisschen... Waldmäßiger, auch ein bisschen größere Bäume zwischendurch mal wieder rein. Damit die auch so ein bisschen Baumfeeling haben, ne? Sie müssen ja... Muss ja nicht unbedingt alles sein. Aber ein bisschen muss das schon noch was aussehen. Es ist alles dasselbe. So. Das finde ich viel schöner, wenn so ein bisschen Pflanzentum dabei ist. So, hier. Was haben wir noch Schönes? Rohrschiff, das hat letztes schon mal nicht gefallen. Ich tue hier in die Ecke noch so eine Stechpalme. Ah. Paar abgebrochene Bäume auch. Ja, das macht es doch gleich ein bisschen attraktiver. So. Das Check. Lebensqualität, ja, wir brauchen halt noch ein anderes Spielzeug für euch alle, ne? Aber ansonsten schaut es ja ganz gut aus. Bedeutet, ihr seid auch schon wieder dort, wo wir es haben wollen. Das bringt uns Geld. Ah, genau, Infostände sind natürlich wieder wichtig. Mit Einrichtung. Wir brauchen einen Infosch. Ah, das ist schon wieder die. Dauernd die falschen Tasten drücken. Das bin so typisch ich. So, einmal. Das ist voll dunkel dann, wenn du einmal rauskommst. Wie als ob du aus dem dunklen Raum auf einmal rausläufst. So. Kann es Tag werden? Bitte? Gabelböck. Ich glaube, die ziehen dich noch ein bisschen mehr an, weil die halt ein bisschen aktiver sind, ne? Eine Erhaltungsinfotafel. Will ich einfach mal hier so in die Mitte packen. Amphibienstern, Bienenstern, Abholzen der Wälder. Das passt hier dazu. Kann ich dich noch umstellen? Bewegen bitte, ja. Dich würde ich gerne hier vorne an die Wand stellen. So, und dann natürlich noch einrichten. Sie müssen natürlich auch Geld spenden können. Wäre vielleicht eine ganz schlaue Sache. So, hier bitte einmal einen hin. Ah, Mülleimer, warte mal. Wäre vielleicht auch mal eine schlaue Idee, ne? Vor allem jetzt bei den Futtersachen, die wir hier haben. So. Spendet Geld.
Da fliegt schon das erste Geld rein. €280 sind hier schon da sind schon 14 Spenden eingegangen. Noch mehr Geld. Wuhu! Es kann doch langsam nicht mehr ins Minus gehen, oder? Oh. Ups. Baukosten haben wir voll viele. Oh ja, das Hauptgebäude, das kann es gut sein. Das kann gut sein, dass das Hauptgebäude uns so viel Geld gekostet hat. Lass uns mal nach da hinten noch einen Weg bauen, denn dann hätte ich noch eine Idee. Oh, das war zu nah, scheiße. Tun wir kurz die Abzweigung weg, dann tun wir die nochmal neu bauen. So. Das ist jetzt ein bisschen dünner als sonst, aber da kommen noch... Jetzt darf der Weg ein bisschen breiter werden. Also jetzt muss ich kurz hier rein, ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten drücke ich aus Versehen wieder ab. Und jetzt kommt hier... Wo war wieder Wege? Mann, ich hasse es, wenn es nicht funktioniert, so wie ich es will. Das ist mir richtig... Es geht mir richtig auf den Piss, wenn es nicht funktioniert. Dann fange ich halt von hinten an. Warte mal. Hier so ungefähr. Warum geht das denn nicht? Das ist ja richtig assi. So. Dann hier so und dann geht der Weg hier lang. Hier soll nur so ein kleines Gehege hinkommen. Ich weiß zwar noch nicht genau für was, aber das können wir jetzt überlegen. Ah, da bauen wir schon mal. Ich will bauen, lass mich. Plus, dankeschön. Nee, ich glaube, so lange wollen wir es jetzt auch. Hä, wo sind meine Einstellungen? So, dankeschön. Soll nicht so ein extrem großes Gehege in dem Fall werden, sondern eher so ein kleines Eckgehege. Also sagen, im Grunde geht es hier nur darum, die restlichen Spaces so gut wie möglich auszunutzen. Und sie wenig wie möglich zu investieren. Vielleicht so Affengehege-mäßig kann man natürlich was machen. 13 Blöcke. So. So. Wenn sieht ihr eh kein Schwein. Das müssen wir halt natürlich über die Höhe. Ist das alles auf 3 Meter getrimmt? Das wäre natürlich genius. Ja, perfekt. Alles auf 3 Meter. Wir brauchen natürlich wieder einen Eingangsbereich. Barriere, Gehege, Barriere. Warte mal, und hier Türe. Dann kommt hier noch so eine Türe hin. Da kommt ja eh noch so ein Gehege hin, also von daher. Eigentlich nicht das Schlimmste der Welt. Wir brauchen hier aber nur noch Einrichtungen, Spende. Spendepunkte. Spendet mir, spendet mir. Spendet mir viel Geld. Was ich unbedingt an dem Affengehege ausprobieren will, oder in dem Altgehege, was wir immer noch bauen, also eh das Affengehege, wären solche Ausrufetafeln, wo sie halt drüber reden. So. This animal is 20 years old. Oder sowas in der Art, ne? Gabelbock. Und nochmal einen Gabelbock. Okay, was können wir denn noch für Tiere reinholen? Kleines Zeug, nicht so ein Pfau. Das sind zwei verschiedene Sachen. Kacke.
Wie groß werden denn Galoppagos-Schildkröten? Gehen da zwei in so ein Gehege rein? Denk mal schon, oder? Wir nehmen mal zwei Galapagos-Schildkröten auf. So. Fertig. Ich habe keinen Plan, wie groß die sind. Aber hey. Warum kann ich eigentlich über die jetzt nicht... Ah, doch, geht. Größe, ja. Das bringt mir in diesem Fall so viel. Größe 42%. Na, was ist denn bei dir 42%, Madame? So, dann tun wir jetzt hier nochmal Gelände. Und hier Wasser. Kann ich das nicht höher machen? Dann glätten wir das aber hier vorne noch so ein bisschen. Geht das nicht? Okay. Hätte gedacht, das würde jetzt zum Beispiel gehen. Ich kann in dem Fall nichts mehr machen am Wasser. Das ist gerade kacke. Wasser entfernen. Ich hätte nicht noch gern so ein bisschen, wenigstens so ein bisschen angeschrägt. Alles. So. Und dann, wenn das Wasser reinkommt, ist ein bisschen... Es sind Galapagos-Schildkröten. Die brauchen das Zeug. Was jetzt? Oh, die Tickets sind zu teuer. Alles. Dann reduzieren wir es halt. 5 und 3. Mein Gott, regt euch auf. Oh, deswegen haben wir nur noch... Das ist eventuell nicht gut, wenn wir nur so wenig Gäste haben, ne? Wir haben sie doch reduziert. Ah, Veterinär... Ich soll vielleicht mal die Veterinärforschung zwischendurch... Oh, da haben wir aber ordentlich erforscht. Du kannst die Forschung abbrechen. Das reicht fürs Erste. Ja, das ist jetzt gut. Ja, noch mehr erforscht und noch mehr erforscht. Aber du erforscht jetzt erstmal hier den Galabock. Wie geht's mit unserer Technik voran? Das dauert ja ewig. Gibt's eigentlich hier noch sowas wie Wasser zum Beispiel? Wasserverteilung? Schaut eher weniger aus, ne? Was ich kacke finde eigentlich. Finde ich eigentlich schade. So, okay. Dann können... Achso, wir brauchen hinten noch einen Weg, ne? Nee, nicht Barriere, sondern Wege. Machen hier so weiter. Ich weiß, ich kann nicht mal hier bauen, weil es snappt 3 Kilometer entfernt ein. Das ist uncool. So. Runter auf den kleinsten Meterdurchschnitt. Warum lässt du mich das dann davor bauen? Das machen wir jetzt nur als Mitarbeiterweg jetzt hier so fertig aus. So. Dann, wo die Zoo? Tiere? Wo sind meine Tierchen? Lassen Sie. Galapagos-Schildkröten. Verlegen hier rein. Ob. Ah. Ich weiß noch nicht mal, was für ein Unterstand ich für die bauen soll. Alter, jetzt sind hier viele Menschen. Die Preise waren vielleicht doch ein bisschen teuer, ne? Ich habe wieder 9 Zuschauer. Ich habe schon größere und bessere... Ich habe doch auch erst angefangen. Und der sagt, der Preis für den Zoo ist fair. Okay. Wie komme ich zu diesen Tieren? Amerikanisches Bison. Alles so, hä? Der hat sich doch gefreut, dass er da... Hä? Oh, warte mal. Gehege. Warte mal. Reibesäule, jawohl. Ich kann jetzt hier eine Reibesäule anbauen. Und einen Greif... Was auch immer so... Ach, die... Das wollen die? Ernsthaft? Futterbeschäftigung. Haben wir denn sowas für Futterspiel? Futterballspender, jawohl. Dann bringen wir doch einfach mal hier vorne an. Und dann noch hier vorne. Dann können wir ein paar von denen hier wegtun.
Weil die haben die ja eh nicht gemocht, wirklich. Davon hatte ich auch viel zu viele. Aber dann müssen die Bisons doch jetzt happy sein, oder? Jo. Perfekt. Dann ist jetzt der Gabelbock dran. Ups. Gabelbock. Der kriegt auch einen Greifball. Und eine Reibesäule. Und so einen Futterball. Warte mal, tun wir nochmal Platz hin, ist der besser so. So, passt doch super. Lebensqualität auch erhöht. Dann müssten die doch eigentlich fast auf 100% sein, ne? Qualität der letzten Mal. Oh. Oh, da wird intim. Oh, warte mal, ich habe Galapagos Schildkröten ausgesetzt. So, stopp, Pause. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben für die noch nichts gemacht. Wir müssen erstmal unter Gehege, unter da, eine Galapagos-Schildkröte reinhauen. Wo ist denn das Gehege? Galapagos-Riesenschildkröte. Es kriegt. Warum mögen die alle diese komischen Teile hier? Schau mal. Davon braucht es aber mehrere Stück. Och Gott, da kommen wir wieder nicht hin. Die brauchen gar nicht so Futtergröße, so große Futtertrüge eigentlich, ne? So. Und einen kleinen Wasserdruck kriegen die noch nach hier drüben. Wie schaut es mit der Umgebung aus? Die will mehr Sand. Ja, das ist aber auch klar. Du bist eine Galapagos-Schildkröte. Und deswegen machen wir hier schönen feinen Sand hin. Ganz viel feinen Sand. So, ha. Okay. Stabiler Rückzugort für alle Tiere. Haben die jetzt noch keinen? Das ist vielleicht nicht so schlimm. Aber wir haben auch noch nicht so... Da könnten wir eigentlich was bauen. Einrichtungen. So. Nee, bauen. Ich glaube, wir haben noch nichts Passendes. Huch, das ist ein bisschen groß. Wenn wir sowas zum Beispiel nehmen, hier hinsetzen. Jetzt basteln wir mal an der Grundstruktur rum, würde ich sagen, oder? Wir nehmen uns erstmal das Teil hier vor. Da fangen wir mal an, es braucht stabilere Winde. Eine Metallplatte ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben in dem Fall. Aber halt dementsprechend... dass das Tier einen Rückzugspunkt hat. So. Das schaut doch noch etwas aus. Würde ich mal sagen. Dann kommt da rein fürs Gehege natürlich noch so eine Schlafmöglichkeit. Extra große vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir nehmen eine mittlere. So. Das sollte eigentlich fertig sein. Es gibt zu wenig Rückzugorte. 30% plus? Ah, das steigt gerade. Oder steigt es so nach der Zeit? Was ist, wenn ich das nochmal bewege? Also sag, ich drehe das jetzt. So. Reicht das? Rein theoretisch ist es jetzt ein Rückzugsortsplatz, ne? Oder? So rein logisch gedacht, ne? Das gefällt ihnen irgendwie nicht so. Komisch. Ansonsten müsste es denen ja passen.
Ja, wir haben halt noch nicht in euch wirklich geforscht. Das ist vielleicht ein Problem in dem Fall. Forschung abgeschlossen. Okay. Galapagos haben wir gemacht. Jetzt wird das aber wieder abgebrochen. Weil du musst in die Galapagos-Schildkröten mal bitte kurz reinforschen. Wir brauchen für die auch so futtermäßiges Zeug. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!